Einen wunderschönen guten Tag, Freunde der Warnmeldungen. Habt ihr es mitbekommen? Notfallalarm wurde heute Morgen gesendet über Cell Broadcast vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Nationale Warnzentrale. There's no danger. Warum ist there no danger? Nun, weil das lediglich ein Testalarm ist. Es gab letztes Jahr schon einen Testalarm und überlegt, okay, wenn es irgendwas mal ist, wie können wir eigentlich die Bevölkerung warnen? Die haben festgestellt, es gab mehr Strukturen, aber die laufen jetzt nicht mal so wirklich. Der gesamte Testalarm war eine Katastrophe. Warum? Ja, weil es keiner mitgekriegt hat. Ist ja nicht unbedingt Sinn und Zweck. Von der bevölkerungsweiten Katastrophenalarm, wenn bevölkerungsweit keiner davon Kenntnis nimmt. Nun, die beste Möglichkeit, Leute zu erreichen im Jahr 2022, ist selbstverständlich über das Smartphone. Und so sieht dann die Notification aus. Ihr bekommt in Verbindung mit einem sehr penetranten Piepton. Und warum erzähle ich euch das? Weil sich herausgestellt hat, dass es irgendwie nicht so jeder bekommen hat. Ich meine, wenn es jeder bekommen hätte, dann hätte es ja nicht das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe versendet, sondern irgendwas Kompetentet, was weiß ich, ein Kindergartenerzieher in den 30ern, der zu Hause privat nach der Arbeit immer noch so ein bisschen hobbymäßig mit den Versenden von Notfallmeldungen an alle Smartphone-Besitzer in Deutschland beschäftigt. Das Interessante dabei ist, dass nicht nur offenbar einige diese Meldungen nicht bekommen haben, dazu gleich mehr. Ich habe mich eine kleine Umfrage gestartet auf Insta. Nein, es ist auch so, dass meine Meldung hier zum Beispiel auf den Samsung Galaxy Note 20 Ultra auf Englisch kam. Ich kann es nur vermuten, dass das Bundesamt für Bevölkerungsschutz Katastrophenhilfe sich gedacht hat, naja, Samsung ist ja ein koreanisches Unternehmen, also sind alle Samsung-Nutzer Koreaner. Da wir aber kein Koreanisch sprechen, werden wir die Meldung auf Englisch verfassen in der Hoffnung, dass die im Gegensatz zu uns irgendwas gelernt haben, als sie in der Schule waren. Mein iPhone 11 hingegen hat die gleiche Meldung auf Deutsch ausgegeben. Bin jeweils im gleichen Mobilfunknetz und beide Geräte sind halt auf Deutsch eingestellt und dennoch bekomme ich es auf mein Note 20 Ultra auf Englisch und bei meinem iPhone 11 bekomme ich es auf Deutsch. Aber jetzt zu meiner kleinen Umfrage, die ich auf Instagram gestartet habe, da habe ich einfach nur das Bild gepostet. Misunderstood, jupp, habe ich bekommen auf meinen Xiaomi 12T Pro. ECN Gaming, Net, YT, ich werde jetzt nicht alle Namen vorlesen, Freunde, die sind manchmal echt zu kompliziert. Auf meinen Xiaomi kam nichts an. Auf meinen iPhone 7 kam sie auf Deutsch und auf meinem Redmi Note 10 Pro kam nichts. Bei meinem Xiaomi war auch auf Englisch, läuft. Auf meinem Redmi A1 auf Deutsch und Englisch, zwei Seiten, ist auch schön. Note 8 nur Deutsch und Note 11 nichts. Ja, auch erhalten. Der Warnton könnte ruhig etwas dezenter ausfallen. Gefährdet ernsthaft den Büroschlaf von Achim Volker. Ich habe jetzt den Namen nochmal wirklich exklusiv genannt, weil ich das zu gut finde, den Text. Bei mir auch mit Ton und auf meinen Samsung auch auf Englisch und auf meinem Huawei Arbeitshandy auf Deutsch. Bei meinen beiden Samsung-Smartphones hat alles funktioniert und die Warnmeldungen in Deutsch. Das ist übrigens, kann ich nochmal spoilern, die einzige Nachricht, wo es wirklich funktioniert hat, auf beiden Geräten und auf Deutsch war. Yo, alles geklappt und die Purge läuft. Und auf meinen neuen Pixel 7 Pro kommt gar nichts. Nachtrag auf Nachfrage bei Freunden und Bekannten kam in Unterallgäu wohl nichts an. Laut Herr Söder ist in Bayern immer alles bestens. iPhone 13 kam sie an. Fold 3, nichts bekommen. Auf meinem Mi 9T Pro kam nichts an. Ja, ich auch. Also ich hatte bei meinem S22 Ultra beide. Erst eine auf Englisch und dann eine auf Deutsch. Ja, bei mir war die auch auf Englisch, in Klammern Samsung. Auf meinem Oppo Find X5 Pro lief alles wunderbar auf Deutsch. Handy war stumm geschaltet, aber klingelte auf voller Lautstärke, so muss das sein im Ernstfall. Jo, F3 kam auch auf Fold 4. Ah, das ist schön konsequent, ne? Bei den einen kommt gar nichts, bei den anderen kommt's auf Telefon 1, auf Telefon 2 nicht. Dann gibt's welche, die bekommen die Meldung einmal auf Englisch und nochmal auf Deutsch. Also im Großen und Ganzen haben wir wirklich alle möglichen Variationen und Kombinationen. Ich frage mich wirklich, wie es dazu kommt. Ich meine, es macht ja Sinn irgendwie, dass man, ich weiß nicht, wie es da Broadcast genau funktioniert, ob man da die Systemsprache auslesen und entsprechend die Nachricht anpassen kann. Oder vielleicht über einen Mobilfunkprovider, wobei ich mich natürlich auch frage, wie der rauskriegen soll, welche Sprache halt entsprechend die Vertragsnehmer sprechen. Aber es scheint irgendwie völlig random zu sein. Falls es wirklich da mal so einen Algorithmus oder die Option gab, das halt auszulesen, welche Sprache wohl die geeignetste wäre für den Empfänger, falls es da mal ein System gab, hat's nicht funktioniert. Aber, Freunde, im Gegensatz zum letzten Jahr, wo ja dieser Warnmeldetag eine reine Katastrophe war, war es dieses Jahr offenbar nur eine halbe Katastrophe. Das ist fürs Bundesamt für Katastrophenschutz. Eigentlich ist schön. Wenn das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe nicht mal eine bundesweite Warnung gebacken bekommt, könnt ihr euch ja vorstellen, wie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz dann arbeitet, wenn es mit der Bevölkerung geschützt werden muss, beziehungsweise wie das Bundesamt dann bei Katastrophen reagiert und da hilft. Falls es wieder eine Flut gibt hier irgendwo in Süddeutschland, dann gibt es wahrscheinlich dann eine Pressemeldung von Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, dass man ja auch erst kürzlich über das Fernsehen von der Katastrophe erfahren habe und es inzwischen für jegliche Hilfestellung
an Relevanz fehle, da nämlich in den Zwischenraum zwischen Lesen der Meldungen und Reagieren auf die Meldungen komplett das Wasser wieder versickert sei. Deutschland, ob wir irgendwann mal irgendwas noch gebacken bekommen, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, Freunde. Die könnt ihr zumindest zum Teil mitbeantworten, indem ihr mir in die Kommentare schreibt, habt ihr die Meldung überhaupt bekommen? Falls ihr mehrere Geräte habt, habt ihr es auf einen bekommen oder auf einen nicht bekommen? Und falls ihr sie bekommen habt, dann in welcher Sprache? Also groß und ganzen halt das, was ich auf Insta alles schon gemacht habe, das würde ich jetzt hier auf YouTube gerne wiederholen, weil ich habe jetzt schon zu viele Nachrichten bekommen. Auf Insta habe ich kaum Abonnenten und kaum Reichweite, das mache ich ganz wirklich nur aus Hobby. Hier auf YouTube ist das natürlich schon was ganz anderes, da würde ich mich sehr für das Ergebnis interessieren. Weil das ja eine wesentlich höhere Aussagekraft hat, wie es eben funktioniert hat. Also insgesamt finde ich jetzt die Errichtung von Systemen auch nicht verkehrt. Es gibt jetzt hier keine Kritik an den National Wide Alert Day, wie es ja so schön heißt in meiner Meldung. Nö, warum nicht? Ich finde so ein Informationssystem, falls jetzt mal wirklich irgendwas im Argen liegt, finde ich gar nicht mal so schlecht, dass die Bevölkerung dann mit einem Schlag informiert werden kann und dass es jeder mitbekommt und eben nicht verpasst. Wenn, was weiß ich, zum Beispiel der Ungarn vor der Tür stehen. Man weiß ja nie. Darum geht's nicht. Es geht mir nur eher darum, dass es in Deutschland, gerade im digitalen Bereich, es nicht möglich ist, irgendwelche Projekte umzusetzen. Und hier würde ich auch gerne wissen bei dem Notfallalarm, was das gekostet hat. Ich wette, die haben mir nur Geld reingepumpt, wo man sich dann am Ende die Frage stellt, hey, wir haben die das geschafft? Also nicht so ein mangelhaftes Ergebnis, wir haben es geschafft, so viel Geld zu verbrennen. Haben sie da vielleicht irgendwo dann in Timbuktu noch einen Staudamm errichtet, weil der Projektleiter da irgendwie was vergessen hat oder in der Spalte in der Excel-Tabelle verrutscht ist? Falls es sowas in den Ämtern schon gibt, also Computer mit Excel, weiß ich ja auch nicht. Da stehen wahrscheinlich noch Robotronenrechner. Und dem Internet gibt man ja eh keine Chance. Okay, genug lästert, Freunde. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und wir sehen uns im nächsten lustigen Video wieder, wenn unsere Bundesregierung oder irgendein Bundesamt sich an der Digitalisierung versucht. Ist immer lustig, immer zuzuschauen. Bis dahin, ciao.